Ja, Bordsteinbaugerät. Ja, schöne Displays hier. Drei Stück. So, Kaffeemenü, Bohnenbehälter bald leer. Okay, das ist nicht viel drin. Kaffeecrema, Temperatur hoch und so weiter. Na gut. Ja, so sieht das Gerät von innen aus. Soll irgendwie anzeigen, dass zu wenig Bohnen, also wenig Pulver, ja, gemahlen ist. Also, ja, da zieht das Wasser über den Schlauch durch den Flowmeter hier. Also geht ja hier rein, Flowmeter, dann die Pumpe, dann der klassische Durchlauferhitzer. Dann geht ja hier in den Keramikventil, wie man schon kennt. Na, dann ist hier jetzt das Mahlwerk, da ist der Wärmetauscher unten, da ist der Kaffeeauslauf. Und hier ist die Elektronik ganz einfach aufgebaut, große Kiste. Hier ist der Antrieb für die Brühgruppe, super übersichtlich, sehr leicht. Ja, und wie gesagt, der macht irgendwie kein Kaffee, beziehungsweise zu wenig. Und so, da machen wir Kaffeecrema. Warten, das braucht ja seine Zeit. Das braucht ja wirklich seine Zeit. Gemahlen hat aber gar nicht. Hab kein Mahlwerk gehört. Kommt ja nur Wasser raus. Ja. Aber richtig nur Wasser. So. Kaffeemenü ist hier als Kaffeecrema. Ja. Da kann man nicht machen. Das sieht alles gut aus. Nochmal. Passiert gar nichts. Hallo? Was macht er? Das macht ja gar nichts. Das sind die Leitungen, die kommen, also rot und ja, hier rot und blau, die zwei. Das ist die Spule. Also ich muss ja hier aufmachen. Irgendwas stimmt nicht. Das ist der Schalter von dem Behälter und das ist die Lichtschranke. Sie sagt mir hier Bohnen bald leer, also Bohnenbehälter bald leer. Sieht ja das dort, wenn ich es da mal erfährt nicht. Ich muss ja hier aufschrauben, Behälter rausnehmen, damit ich in das Mahlwerk rankommen kann. Mache ich hier Stopp erstmal. Ja, und bevor ich hier weitermache, also ich habe den Behälter abgebaut, den Deckel hier, ja, alles fast klar, ne? Also hier, das ist der schwarze Staub hier, das sind Kohlenstaub von Mahlwerk. Also für mich sieht ja so aus, dass, ja, dass das Mahlwerk völlig am Ende ist. Ja, wo man die Spannung messen kann für den Motor, ist klar. Man verfolgt ja die zwei Räder hier, also blau und ja, ein bisschen orange sieht er aus. Ne? Und dann sieht man, dass die hier an den Connector hier rangehen. Ne? Also das ist der Connector hier für der Stecker für das Mahlwerk. Da braucht man nicht weiter zu sagen, man bräuchte hier auf jeden Fall, egal wie es ausgeht, egal ob das Mahlwerk noch gut ist oder halb gut oder revidieren oder nicht revidieren, ich würde nur ein neues Mahlwerk montieren. Wie ich das Ganze überprüfen kann, dann nehme ich meine Testlampe und klemme hier an den Kabelschuh und dann kann ich nochmal starten. Das mache ich gleich zum Demonstrieren. Sicher, man muss den Behälter reinstecken, also der Schalter hier muss betätigt sein und die Lichtschranke unterbrechen. Aber das ist ja kein Problem. Man kann einfach so das Teil hier draufsetzen und Bohnenbehälter einsetzen.
So, dass die Maschine glaubt, ist alles drin. Ne? So. Ja, solche Dinge passieren nun mal, wenn man nicht achtet. Da sind ein paar Bohnen rausgelaufen, nicht schlecht. Aber die kann ich absaugen. Okay, ja, ansonsten kann ich hier drin, ich werde mal hier ein Stück Schaumgummi reinmachen. Ja, das ist total lustig, mit einer Hand zu arbeiten. Ja, also man kann hier ein bisschen Papier, irgendwas, damit die Lichtschranke unterbrochen wird. Und das mache ich jetzt, da bereite ich alles vor, damit ich die nochmal mit die Maschine starten, um zu sehen, ob die Spannung an den Motor ankommt hier. Alles vorbereitet, wie man gut sehen kann. Hier habe ich ein bisschen Krepppapier reingesteckt, damit Bohnen ja, simuliert werden, also beziehungsweise die Lichtschranke hier unterbrochen wird. Dann habe ich hier eine kleine Lämpchen eingeklebt, natürlich 230 Volt. Kann möglich sein, dass durch die Erschütterung die Kohlenbrüste wieder Kontakt machen, aber genau das will ich jetzt erfahren, ob die Spannung ankommt. So, man sieht mal schon, die Lampe leuchtet und das Mahlwerk dreht nicht. Also jetzt müsste das Mahlwerk drehen. Sicher, wenn man hier drauf klopft oder sonst wie, das kann möglich sein, dass das irgendwie Kontakt macht. Man kann ja versuchen, Kohlebürste zu tauschen oder sonstiges. Ich muss das richtig schön und gut machen, damit die Maschine lange hält. Also nicht revidieren, sondern austauschen. So, soweit alles für den Feller hier. Jetzt kann ich wieder abbrechen und das war's zum ersten Mal.